Ich würde sagen, wir nehmen einen schönen Biss mit viel Fleisch. Danke fürs Einschalten und willkommen bei einem weiteren Video. Hi. Und willkommen in Kairo, Ägypten. Und ja, wie ihr bemerkt habt, heute ist Freitag und ich droppe ein Video. Eigentlich droppe ich nur Mittwoch und Sonntags. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich genug Content habe, mache ich für euch freitags auch noch ein Video. Was machen wir überhaupt? Wir gehen heute auf so einen Goldmarkt. Und ich werde mir noch was Kleines gönnen. Ich denke, es wird ein Burger. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich möchte einfach mal meinen ersten Burger hier in Kairo essen und mal schauen, was Kairo so kann, was Burger angeht. Viel Spaß in diesem Video. Ja, jetzt müssen wir schauen, wo die ganze... Hier, ich glaube, die ganze Area hier ist mit der Nicker. Jetzt müssen wir halt mal so die Straßen durchlaufen und schauen. Gehen wir erstmal weg von der... Es ist so schwer hier einzuschätzen, was für eine Region man steckt. Und wo man hier ist. Gehen einfach mal so und so, weil hier steht Jewelry. Chaos, sage ich ehrlich. Und hier über die Straße zu kommen, nicht normal. Hier sind schon mal Teppiche und so. Hier sind schöne Inneneinrichtungsläden. Hier kommt jetzt die Jewelry. Das hier ist jetzt alles echtes Gold. Ja. Okay, aber zum Beispiel dieses da, ja? Siehst du diese Ringe? Das gehört, ja, das ist echtes Gold, aber sie machen halt Cartier nach, aber es ist ja nicht alles. Hier auch Medusa. Versace Medusa, oder vielleicht echt Versace. Oder echtes. Das sieht echt aus, als wäre das wirklich Versace. Ja, könnte sein. Schau mal, Schatz. Frage. Das da mit Silber und Gold Mix, hier diese, die finde ich richtig, ja, richtig nice. Ja, schön. Das ist in Ägypten alles auffindbar. Und das ist auch, also das dürft ihr nicht falsch verstehen, ist von der Qualität nicht 1% schlechter. Das ist reines. Oder natürlich mit den Angaben, wie viel Gold halt. Gold, ganz normales Gold. Hier gibt es von, glaube ich, von 12 bis 24 Karat. Und hier in Ägypten gibt es viele Goldminen. Deswegen ist eigentlich. Ah ja, also deswegen ist der Goldpreis auch ein bisschen billiger, gell? Weil das hier die Quelle ist auch. Du zahlst hier nicht für Gold so viel wie in Europa. Wunderschöne Straße, Leute. Und schaut, Juwelier nach Juwelier. Es gibt wahrscheinlich jetzt halt hier. Weiß ich nicht, wie viele. Dann links verkaufen sie frisches Obst, Gemüse. Schon sehr, sehr interessant. Alter. Allerlei Sachen. Schau mal diese Medusa an. Den Ring oder was? Ja, schau mal. Eis da. So Straßen, wenn man jetzt hier einfach auftaucht, ich wäre jetzt persönlich nicht auf die Idee gekommen zu sagen, okay, hier gibt's Gold. Also, bin ich ehrlich. Hier gibt es auch viele Diamanten-Shops und so, also es ist Diamanten- und Gold-Shops. Und ich glaube, hier kaufen auch viele Ägypter dann eben die Verlobungsringe und so. Frisches Obst, Alter. Allerlei Sachen. Granatapfel, Mangos. Aber es ist gerade nicht mal Mangosaison, gell? Noch, es ist noch. Noch? Und das ist ganz gesund. Für was alle, ist das? Die zuschauen, das ist eine Art von Sauersap. Das ist ganz gesund und hilft gegen Brustkrebs. Die Leute, ich sag's euch. Die ganze Straße bin ich jetzt schon hier runtergelaufen. Keiner hat mich angesprochen. Jeder lächelt nur einen an, keiner nervt einen, keiner macht irgendwas und das ist so der entspannte Party eigentlich. Egal ob Obdachlose, egal ob Arme, Reiche, jeder lächelt dich einfach an. Alle freundlich. Ich bin ehrlich, wir wissen auch selber nicht wirklich, wo wir hingehen. Wir gehen einfach mal und erkunden auch. Das ist das Interessante. Wir erkunden zusammen mit euch. Hier neben uns verkauft ein Mann Kuhhufe. Die werden hier als Suppe in der Suppe gegessen. Sorry. Ja. Please. Wenn wir irgendwelche Zuschauer haben. Nee, es heißt nicht Samen. Schreibt gerne hier rein, was das hier heißt. Eine süße Bäckerei, wow. Was verkaufen die aber? Süßigkeiten, ägyptische Süßigkeiten, Brot. Ja, diese ganzen Sachen werden wir auch noch. Das sieht aus wie Mini-Pancakes, gell? Ja, sind sie ja. Geil. Schaut mal hier rein. Hello. Boah, schon nice. Ja, Leute, aber wir werden noch einen kompletten Tag machen oder ein komplettes Video, wo ich euch ägyptische Nachspeisen, Süßspeisen näher bringe. So, da ich heute noch nichts gegessen habe, kriege ich langsam Hunger. Juba ist bestellt, Freunde.
Wir warten jetzt kurz hier und dann gehen wir einen leckeren Burger essen. Wir haben ein Restaurant ausgesucht, das heißt Daddy's Burger. Ich hätte Bock, so eine Reihe von ein bisschen Burger testen. Einfach mal schauen, wie sind die Burger hier im Ausland. Ich steige auf der anderen Seite ein. Ich steige hier ein. Hallo. Ich will richtiger Oldschool-Laden, nice. Was sagst du zu dem Auto? Nicht so dein Ding, gell? Weil er nicht sauber ist. Ist okay. Have you heard of Daddy's Burger? Oh Gott, das ist ein Auto. No English. No English? No English. Okay. Ich schwöre, das hat schon so ein bisschen amerikanischen Look. Und wir sind wieder farblich abgestimmt. Wow. Und jetzt schaut euch das mal an, was für einen Hintergrund wir essen können. Eine wunderschöne Moschee. Danke. Erst die Frau, sehr geil. Thank you, shukran. Alles gelb heute. Alles gelb. Schauen wir uns mal die Karte an. Hier sieht man zum Beispiel, hier gibt es Gitterkartoffeln, Curly Fries, normale Pommes. Bin ich absoluter Fan von. Ich würde mal sagen, ich suche mir was aus. Und dann zeige ich euch einfach, oder sage ich euch besser gesagt, was wir uns bestellt haben. So Freunde, was haben wir uns bestellt? Sami hat sich einen Classic Chicken Burger mit Mayonnaise oben drauf, Crispy Chicken, einfach schön gemacht. Und ich habe mir einen Sriracha Burger bestellt. Schönes Crispy Chicken, mariniert in Sriracha Soße und Gitterkartoffeln dazu. Eine Cola und einmal für Samia Mangosaft. Und da Samia sehr viel Hunger hat, lassen wir jetzt Samia anfangen. Was kannst du zum Aussehen sagen? Sieht gut aus. Ist so fancy gemacht. Dann zeig mal das Brot her. Ich finde, zeig mal den Deckel her. Von innen, angegrillt. Das ist gut. Gut, also mir schmeckt das Brot. Ja. Weiß nicht, ob ich es nicht schmecke, aber ich glaube, mein Chicken hat nicht so viel Geschmack, aber kann ich nicht wirklich sagen. Ich finde, das Chicken ist zu wenig Gewürz, also das Fleisch an sich. So, ich probiere jetzt mal Samias Chicken Burger, ist ein Classic Chicken Burger. Kennt jeder, gibt es bei McDonald's, gibt es bei Burger King, überall. Ich weiß, was du meinst. Das Fleisch ist nicht präsent genug, der Salat ein bisschen zu präsent. Aber was ich gut finde, das Brot, das ist süßes Brot. Das merkt man direkt, schmeckt man direkt raus. Aber es ist trotzdem ein guter Burger. Was hier in Ägypten ist, dass das Fleisch, weil das ja von hier kommt, hier ist das Fleisch allgemein immer ein bisschen magerer, weil die Tiere einfach nicht so überfüttert werden. Fangen wir an mit dem Sriracha Burger. Mariniertes Fleisch, oh mein Gott. Ich finde, jetzt hat auch hier die Gürkchen nicht zu groß, ja, weil da schön viel Fleisch ist. Innen angetoastetes Brot, sehr soft. Und ich bin ein Fan von scharfem Zeug. Drück mal drauf, dass der Burger scharf ist. Jetzt bin ich unscharf, oder? Ja, warte. Ich würde sagen, wir nehmen einen schönen Biss mit viel Fleisch. Ich muss noch einen nehmen, um wirklich dazu was zu sagen jetzt. Die Soße ist super. Die Gurken genau richtig für die Säure, weil da ist Honey Sauce. Und Sriracha-Soße, also scharf, süß, sauer, alles getroffen. Der Salat gut, die Mayonnaise gut. Nur das Fleisch merkt man nicht wirklich. Das heißt, das Fleisch macht eigentlich den Job hier nur als Soßenträger ein bisschen. Es ist jetzt kein Wow-Effekt gewesen. Kein schlechter Burger. Aber ja, das ist eigentlich alles, was ich dazu sagen kann. Es kann sein, dass wir uns dieses Fleisch, weil schaut mal hier rein, hier ist viel Fleisch drin. Dadurch, dass wenn man öfters mal bei Burger King oder bei, sag ich mal, schlechterer Qualität ist, durch diese ganzen Putschmittel, die in dem Fleisch in Europa, bei uns, in Deutschland, wie auch immer drin sind, bei schlechter Qualität nur, will ich auch sagen, drin sind, dass wir das Gefühl haben, wenn wir mal gutes Fleisch essen, dass es nicht so viel Geschmack hat. Könnte eine gute Theorie sein. Wer sich auskennt, kann gerne mal unten in die Kommentare reinschreiben, ob das stimmt oder nicht.
Was für eine Note gibst du dem Burger? Nur der Burger. Nicht die Pommes, nichts. Der Burger. 6. 6 von 10. Obwohl. 6,5 Stunden später. Ich bleib bei 6. Ja, Freunde. Ich nehme nichts in die Wertung rein, außer den Burger. Es ist mir egal, ob Service schlecht war, es war alles top. Ich will jetzt nicht sagen, dass hier irgendwas schlecht war. Nur der Burger für mich. Ich rede jetzt von meinem Burger. Ihrem Burger verstehe ich eine 6. Meiner ist eine 7. Daddy's Burger in Kairo, Ägypten, Afrika. Ich bleib bei meinem Mango Juice. Der außerdem auch zu deinem Outfit passt. So, Freunde, hier. 194 Pfund. Zwei Getränke. Einmal frisch gepresster Mango Juice. Eine Coca-Cola, zwei Burger und Beilagen. 194 Pfund sind? 10 Euro. 10 Euro. Das ist schon sehr, sehr wild. Seid ehrlich, oder? In Deutschland zahlst du für ein normales Mac-Menü 8 Euro. Wir waren noch eine leckere heiße Schokolade trinken. Jetzt wollten wir zu Fuß nach Hause gehen. Jetzt sind wir leider mitten an der Hauptstraße. So war das natürlich nicht geplant. Und diese Straße müssen wir überqueren. Was wir natürlich jetzt nicht machen werden, weil es viel zu gefährlich ist. Jetzt müssen wir mal schauen, wie wir hier wegkommen. Hier mitten unter der fetten Hauptstraßenbrücke, sage ich mal, gibt es allerlei Fastfood-Ketten. Holmes Burger. Holmes Burger, Holland Fries, Dunkin' Donuts auf Arabisch. Dann bedanken wir uns für den überkrassen Support von euch und lasst gerne ein Like, schreibt gerne liebe, nette Sachen in die Kommentare. Und keine rassistischen Kommentare. Danke mal wieder fürs Einschalten, liebe Grüße aus Kairo, ein schönes Wochenende. Falls ihr Bock habt, dass wir weitere Burgerläden testet, dann machen wir bei diesem Video die 150 Likes voll.